Wir haben uns vor langer, langer Zeit überhaupt damit beschäftigt, wie kriege ich denn die paar Daten, die ich im Unternehmen habe, so in den 80er Jahren, überhaupt in einer brauchbaren Information zu jemandem, der sich mit der EDV überhaupt nicht auseinandersetzt, raus. Also ein klassisches Reporting gemacht, wo man herausgefunden hat, habe ich überhaupt was verkauft und bin ich schon insolvent. Das geht jetzt immer stärker in den Bereich hinein. Kann ich das voraussagen, was vielleicht in der Zukunft passiert? Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass ich jetzt meine eigenen Unternehmenskennzahlen nach einer hoffentlich erfolgreichen SAP-Implementierung auch wirklich kenne und auch ganz genau weiß, welche Produkte in meinem Unternehmen sind profitabel und welche Kunden sind es ebenfalls, sondern wie kriege ich auch diese ganzen Informationen, die da draußen in großen Weiten... die Präsentation passt schon. Gut, dann schau bitte. Wie kriege ich die ganzen Informationen, die ich im großen World Wide Web schon drinnen habe, auch noch zu meinen Informationen ins Unternehmen hinein? Wie verhalten sich meine Kunden außerhalb meines ERP-Systems? Kenne ich meine Kunden überhaupt? Wir haben vorher vom Herrn Ledinger auch gehört, was wissen wir, wie kommunizieren wir mit unseren Kunden? Ist es jetzt nur die Webseiten, die ich hinstelle und ich hoffe, dass jemand draufklickt? Weiß ich überhaupt, wie man draufklickt? Also wenn ich mir die Vorträge vorher kurz wiederum in Erinnerung rufe, wir haben ein Portal, das schön ist, aber wir wissen noch nicht, ob es überhaupt genutzt wird. Wir haben Informationen im Unternehmen, wir wissen über einiges im Unternehmen Bescheid, aber wir wissen nicht, was zum Beispiel meine Kunden draußen sagen oder was mein Mitbewerber tatsächlich draußen macht. Wir haben einen Datenzuwachs heute, wo Wissenschaftler schon darüber sprechen, dass wir Pronto-Bytes verwenden. Das hat jetzt nichts mit dem Naturhistorischen Museum zu tun, das sind schon so viele Nuller, die passen auf so eine Folie gar nicht mehr rauf. Wenn ich jetzt auch wirklich versuche, diese Informationen zu verwenden, und wenn ich auch versuche, ja, so. Dann werde ich relativ rasch draufkommen, dass ich jetzt nicht nur meine strukturierten Daten im Unternehmen verwenden muss, sondern auch die von menschlicher Information abhängig sind. Das hat jetzt nicht nur automatisch für einen Lebensmittelhandel eine Bedeutung, sondern vor allem auch für die öffentliche Verwaltung. Wir sind oft mit der Frage konfrontiert, geht es uns gut? Ich meine, wir sind einer der reichsten Länder der Welt, ja, wir wohnen in der lebenswertesten Stadt der Welt, trotzdem gibt es so viel Unzufrieden draußen. Es sind Leute unzufrieden damit, dass sie nicht genug bekommen oder dass es vermeintlich den Nachbarn besser geht als einem selber. Und Politiker stehen heute vor der Frage, wie messe ich den Wohlstand? Wie messe ich Sicherheit? Das sind Themen, die kann ich aus einem ZMR nicht mehr abfragen. Ich kann jetzt natürlich große Studien in Auftrag geben, die ein Jahr dauern, einen Haufen Studenten beschäftigen, sehr teuer sind und dann eine Momentaufnahme bringen, die ich dann in einer Pressekonferenz auch präsentiere. Aber ich habe überhaupt keine Möglichkeit heute zu sagen, waren die Wiener gestern um 18 Uhr zufrieden? Und das sind Themen, wo wir sehr stark menschliche Informationen benötigen müssen, erfassen müssen, auch erkennen müssen, was sie bedeuten, um das dann auch noch auswerten zu können. Das heißt, das Verstehen der Bedeutung ist ein wesentliches Thema, das uns immer mehr beschäftigen wird, in der Wirtschaft, aber auch in der Politik. Ups. Um so eine leichte Dimension herzugeben, ja, das geht aber sehr schnell da, eine leichte Definition zu finden, welche Informationen derzeit nicht strukturiert sind. Also wir gehen davon aus, dass wir heute ca. 15% sämtlicher Informationen ausschließlich in strukturierter Form da haben. Das heißt, anders gesehen, 85% der Informationen sind jetzt nicht in einem ASCII-File zu finden. Da können Sie einerseits die Filme auf Wien.at anschauen.
Die Seite der Gemeinde Wien ist hervorragend gemacht. Sie finden tolle Filme über unterschiedliche Themen, die in Wien so abspielen. Auch sozusagen Gebrauchsanleitungen, wie werde ich Wiener oder wie fühle ich mich als Wiener. Nur versuchen Sie es einmal zu finden. Sie haben keine Chance. Sie finden nach wie vor immer nur noch Textdokumente dazu. Es gibt viele Videos auf YouTube, die komplett außerhalb der Reichweite von einer IT sind, die sehr wohl die Stimmung darüber wiedergeben, wie fühlen sich meine Leute hier in Wien. Die bekannten Shitstorms, die dann auf jemanden einbrechen, die kann man sehr wohl voraussagen. Oft sind dann unsere Politiker, werden angeschossen nach Ministerrat, bekommen ein Mikrofon unter den Mund geschoben und sagen, was sagen Sie dazu? Total unvorbereitet. Mit Big Data und mit Big Data Analysen kann ich sehr wohl schon Trends vorherkennen, bevor sie überhaupt wirklich publik werden. Es gibt einen Haufen an unterschiedlichen Industrien, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Sie haben alle ungefähr die gleichen Probleme, nämlich sie wissen nicht, was die Kunden an sich von einem denken. Wenn ich jetzt hier den öffentlichen Sektor hernehme, nehme ich auch gleich die Finanzinstitute dazu, nämlich die Themen, die hier stehen, sind genau die Themen, die auch heute sehr viele, vor allem im Finanzministerium, bei den Steuerämtern immer wieder erwischt. Was mache ich mit der Geldwäsche? Ein riesiges Thema heute. Wie kann ich wirklich sicherstellen, dass das Geld, das hier im Land verdient wird, auch ordnungsgemäß versteuert wird? Das sind Themen, da sind normalerweise diejenigen, die es nicht so genau mit dem Gesetz nehmen, dem Gesetzgeber etwas voraus und die wissen ganz genau, wie man das Geld verstecken werden. Und ich glaube, man braucht nicht unbedingt ein Bankgeheimnis aufbrechen, es wird nachher halt andere Wege geben, sofern man sich nicht dagegen im Vorfeld wappnet. Wir beschäftigen uns stark mit der Frage, was passiert denn, welche Auswirkungen gibt es denn, wenn irgendwelche Parameter mir unbekannterweise zugespielt werden. Wir haben, das kann ich mir noch gut erinnern, vor 15 Jahren, wie E-Government gestartet worden ist, hat es den mutigen Ausspruch der damaligen Regierung gegeben, wir sind sehr wohl in einem Wettbewerb drinnen, wir müssen uns als Land behaupten, um bessere Standortfaktoren gegenüber neuen Ländern auch wirklich anzubieten. Wann erkenne ich denn, ob ein Unternehmen hier in Österreich ein zufriedener Investor ist? Wo ist denn der Knackpunkt, wo dann ein Unternehmen sagt, na, jetzt pfeife ich drauf, jetzt gehe ich in ein Nachbarland, jetzt sperre ich mein Werk hier zu. Dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, immer wieder um zu wissen, wie denken auch Unternehmen hier, wie geht es den Leuten hier mit den Arbeitsbedingungen, wie ist denn tatsächlich die Situation im Bildungssektor, aber auch, wie reden andere draußen in Asien, Amerika, wo überall die Investoren auch herkommen mögen, Russland, ist Österreich ein klasse Wirtschaftsstandort oder tue ich mir das Ganze erst gar nicht an? Auch dazu kann man natürlich wiederum große Studien punktuell in Auftrag geben, aber so wirklich einen Stimmungsbarometer, ist Österreich ein guter Industriestandort, das ist etwas, wo ich hier wiederum in Themen wie Big Data eintauchen muss. Ich habe die nächsten Wahlen haben am Samstag, wenn ich den Artikel, den Sie überall davor finden, auch vorfinde, vom Barack Obama. Er war der erste Präsident, der es wirklich geschafft hat, Big Data für eine Wahl zu verwenden. Der hat ganz genau analysieren lassen, in welchem Bezirk muss er denn jetzt eine Wahlrede halten, weil dort zum Beispiel die Zustimmung für oder in sehr an der Kippe steht. Das waren keine Bauchentscheidungen, sondern es war ganz genau herausgefiltert über verschiedene Twitter-Accounts, über verschiedene Facebook-Meldungen, herauszufinden, wo ist die Stimmung gut für mich, wo ist die Stimmung schlecht für mich. Das sind Themen, die vermutlich auch für uns in der Politik hier in Österreich eine große Rolle spielen werden, auch wenn die gestern die Tiroler Landtagswahlen gezeigt haben, dass Politik noch nicht so stark präsent ist in den Social Medias. Ich glaube, der Beste hat 6.000 Likes gehabt auf seiner Facebook-Seite. Da hat der Marcel Hirscher mehr Likes als alle Politiker zusammen. Aber auch diese Entwicklung wird nach Österreich kommen und auch hier wird es sehr wichtig sein, herauszufinden, wo sind meine Wählerschichten zu Hause, was sagen sie über mich, aber auch, was sagen sie über meinen politischen Wettbewerb. Social Media Monitoring, das ist genau das, was ich vorher auch erwähnt habe mit dem Barack Obama.
Sie wissen, je nachdem, welche Statistiken gerade am Markt sind, 900 Millionen, eine Milliarde Facebook-Account gibt es. Die Twitter-Accounts nehmen in Österreich immer mehr zu. Noch viel komplexer wird es dann, wenn man über Video und Bilder reden möchte. Ich kann heute Texte gut analysieren. Ich finde sogar teilweise heraus, sind die Leute jetzt auf Facebook zum Beispiel über Schanigärten versperren jetzt um eine Woche später auf, weil es Probleme mit der Bewilligung gegeben hat. Merkt das überhaupt der Bürger? Ist ihm das wurscht oder betrifft ihn das? Das kann ich alles herausfinden. Schlimmer wird es dann, wenn es darum geht, wenn ich Bilder und Videos auswerten möchte. Die Uploads auf YouTube haben ein enormes Ausmaß und wenn man sich teilweise dann die einzelnen Presseartikel dazu anschaut, sieht man sehr, sehr viele Statements, sei es politischer Natur, vor allem aus rechtsradikalen Kreisen, oder sei es einfach über Wien ist super, Donauinselfest, das taugt und so weiter. Alles Stimmungsthemen, die ich auswerten kann. Und diese Social Media Monitoring können wir, jetzt stellen Sie sich vor wie einen Trichter, oben alles reinschmeißen, unten auch kommt dann unten die Bedeutung heraus, wo wir unterschiedlich, unabhängig von Medien als auch von Sprachtypen, alle möglichen Dinge auswerten können. Wir können Bilder auswerten, wir können Videos auswerten, wir können das in über 100 Sprachen machen, wir können das auch auf Wienerisch machen, wir können eine vorarlbergerische Auswertung machen. So sehen Sie dann immer, ob Ihr Produkt, nämlich das, was Sie dem Bürger anbieten wollen, auch im World Wide Web einen Widerhall hat und welchen Widerhall es hat. Und Sie können auch eine Mitbewerbsbeobachtung machen, die gerade in Zeiten wie diesen, also wenn ich mal die 11 Listen von gestern vom kleinen Landtag in Tirol anschaue, auch immer bedeutender werden, wo plötzlich neue Parteien hochkommen und die traditionellen Parteien damit Probleme haben, überhaupt zu verstehen, was passiert denn da jetzt im Konkreten. Eine Standortanalyse, wenn Sie jetzt, wir haben in Wien eine Volksbefragung gehabt über Solarkraftwerke, wo stellt man denn das denn ganz genau hin? Ja, ich kann jetzt Zivilarchitekten beauftragen und ihnen alle möglichen Standorte zur Verfügung stellen, aber im Vorfeld wäre es vielleicht auch mal gut zu wissen, welche Faktoren sind hier notwendig und wie berechne ich das? Hier sind Faktoren für Windkraftwerke zusammengefasst und wir haben über 162 verschiedene Einzelauswertungen durchzuführen von mikroklimatischen Einzelauswirkungen über Beschaffenheit von Boden, über Beschaffenheit von Pflanzen, Wettervorhersagen und alle möglichen Dinge, damit man ganz genau weiß, wo stelle ich meine teure Investition auch wirklich hin. Auch hier können Sie nicht nur mit Vermessungsdaten arbeiten. Sie können sich manuell dann von der Hohen Warte die Wetterdaten holen. Sie können sich manuell die Bodenproben holen oder zum Beispiel in ein Universitätsinstitut gehen. All diese Sachen manuell zusammenstoppeln oder Sie verwenden Big Data Auswertungsmechanismen, wo Sie sehr schnell auf Knopfdruck herausfinden, wenn ich das Windrad jetzt links oben hinstellen, ist es besser als vielleicht rechts hinten oder nach vorne? Ist es gut, wenn ich es leicht drehe? Passt es besser, wenn ich es gerade hinstelle? All diese Entscheidungen, die Sie hier treffen, können Sie mit Big Data und mit, wenn wir die Open Data Initiative von vorher auch hernehmen, mit offen zur Verfügung stehenden Daten viel besser auswerten. Es bringt Ihnen einfach einen schnellen Return on Investment. Und hier sind wir bei Cui Bono. Da, wo ich eine Entscheidung treffe und ich stelle das jetzt falsch hin und der Lärm von den Rotorblättern geht in eine Siedlung hinein und ich muss deswegen eine Lärmschutzwand nachher auch noch bauen, diese Fehlentscheidungen, die kann ich im Vorfeld auch verhindern. Eines meiner Lieblingsbeispiele sind Beweismittelsicherungen, weil das geht so gerade, wo wir jetzt diese Krimiflut im Fernsehen haben, wo alle möglichen verschiedenen Kriminalfälle von jetzt nicht mehr von Hunden, sondern CSI, also ganz toll auch gelöst werden. Wir haben vor einem Monat war das, wo die Journalisten plötzlich diese ganzen Steuerdaten von den Steuerinseln bekommen haben. Das erste Statement von einem der Sprecher war, wir brauchen circa ein Jahr, um das Ganze auszuwerten. Klar, wenn Sie jetzt 200 Terabyte bekommen, ist es wurscht, auf welchen Datenträger, das überhaupt einmal zu filtern, herauszufinden, wo sind denn die relevanten Informationen,
damit ich überhaupt weiß, wonach suche ich denn überhaupt, das dauert ewig. Und der Grund, wieso Österreich zum Beispiel noch nicht ausgewertet worden ist, ist einfach, wir haben nicht so viele Leute. Es gibt sehr viele Tools, die im Einsatz sind, also die Logos auf der rechten Seite kommen vor allem aus dem anglikanischen und US-amerikanischen Raum, die Hausdurchsuchungen durchführen und Medientypen jeder Art indizieren und überraschende Zusammenhänge finden von E-Mails, von Verträgen, von abgehörten Telefonaten und diese Dinge so in Verbindung bringen, dass ein Ermittlungsbeamter nach einer eintägigen Indizierung herausfinden kann, bei welchen Themen muss ich genau in die Tiefe hineingehen. Wo habe ich Zusammenhänge, wo verschiedene Personen miteinander kommuniziert haben und vielleicht über welches Thema sie auch kommuniziert haben. Das sind Technologien, die gibt es seit circa 15 Jahren, die werden immer mehr weiterentwickelt, sind in mehr oder minder allen Sprachen zur Verfügung. Eine der ersten Sprachen, die dafür verwendet worden ist, war Griechisch. Geholfen hat es nichts. Aber Sie sehen auch, wir können hier zum Beispiel auch Gangster-Slang darstellen. Es ist einfach nur eine Frage, ob man es dann will und ob man bereit ist, das dann dem System auch beizubringen. Sie haben hier also die Möglichkeit, in relativ rascher Art Ermittlungsbeamte zu entlasten. Sie können hier Zusammenhänge finden, die, wenn eine Ermittlung auf mehrere Beamte aufgeteilt sind, sie nie herausfinden können, weil der ja nicht automatisch jedes Mail einem anderen auch zuordnen kann und können hier treffsicher auf Ermittlungsergebnisse kommen. Ein Thema, das immer wiederum kommt und das zuletzt gerade bei den Olympischen Spielen in London für sehr effiziente Sicherheit gesorgt hat, ist auch Videoüberwachung. Videoüberwachung ist ein relativ schweres Thema, weil je mehr Videokameras Sie haben, desto unübersichtlicher wird diese Video-Wall, die Sie auch sehr oft im Fernsehen sehen. Unser System bringt hier Zusammenhänge zwischen Personen, die auf ein Video aufkommen oder zwischen Nummerntafeln und zum Beispiel zu einer Datenbank, was ist über diese Person oder was ist über dieses Auto bekannt. Fährt ein Auto durch einen Sicherheitsbezirk durch, wo die Nummerntafel als gestohlen gemeldet ist, gibt sofort einen Alert. Ich bekomme die Warnung, ich kann mich darauf fokussieren. Ich muss nicht jetzt immer wiederum vor dem Bildschirm sitzen und sagen, hoffentlich fährt endlich das Auto vorbei, sondern das System meldet mir das automatisch. Ähnliches passiert bei Atomkraftüberwachungen. Ja. Atomkraftwerke riesig groß, tausende an Kameras. Da gibt der Zusammenhang zwischen einer Bildaufzeichnung und der regelmäßigen Telemetrie von einzelnen Maschinen kann Katastrophen vermeiden, kann sofort Sicherheitsauffälligkeiten einem Sicherheitsofficer melden und der kann dann punktuell genau zu diesem einen Fall seine Leute dann auch hinschicken. In London hat es keinen einzigen Anschlag gegeben. Ich glaube, das war auch ein Grund, weil London ja durch und durch mit Videokameras auch verseucht ist eigentlich. Aber auch deswegen, weil eine Lösung wie diese sofort eine Abnormalität für eine bestimmte Gegend auch erkennt und die zuständigen Beamten auch hier wiederum warnen kann.